Susul und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Sims 3 hier für die Woche. Ab nächste Woche kommt es dann immer Montag und Mittwoch. Und dafür kommt dann am Samstag immer noch Sims Mittelalter, also drei Sims, verschiedene Sims-Folgen oder dreimal Sims in der Woche. Und wir sind ja noch am Geisterjagen. Yeah, wir sind cool, ich weiß. Eifersüchtiger Geist, okay. Hier wird schon wieder rumgeschritten und wir suchen noch immer einen letzten Geist, da ist er ja. Und dann haben wir heute für heute den Tag abgeschlossen. Es sind immer zwei Aufträge. Und ja, wir sind gut dabei. Das letzte Mal sind wir befördert worden. Wir sind nämlich jetzt Geister-Explorer auf Level 3. Und die gute Ramona, Abwehr raufgefahren, wunderschön. Sie ist jetzt Küchenmädchen. Immer noch, aber sie auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, woher die Gespenster kommen sind, aber du kannst dich darum kümmern. Ganz großartig. Ja, ich würde sagen, dann ist Feierabend. Und morgen müssen wir mal endlich zur Polizeistation, um das zu machen. Wir müssen unsere Logik noch verbessern, ein bisschen. Er soll auf jeden Fall so ein bisschen Gitarre noch spielen. Ich würde eher Piano sagen. Das passt noch besser zu ihm. Und ja, sie ist künstlerisch. So, schläfst du? Das finde ich schön, wenn die Sims wenigstens mal das machen, was sie machen sollen. Ein kleines Mädchen geht natürlich schon um 9:30 schlafen. So, du spielst noch ein bisschen Magie. Das ist ja schön. Du könntest aber dann mal beliebige Rezeptmahlzeiten machen. Abendessen servieren. Wir machen mal Klebrig Carbonada für diese Tante da. Samstag. Ja, da haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber schaffen wir schon. Machen wir jetzt mal schnell. Und ja, du kommst nach Hause. Da bist du schon. Guten Tag, Level 4 erreichen. Dann machen wir das weg und das hin. So. Dir geht's eigentlich relativ gut. Dann könntest du dich nochmal hier ransetzen. Wenn wir schon dabei sind. Und ein bisschen spielen. In deiner dunklen Ecke. Ja, das sind die Anfänge, die wollen wir nicht hören. Hier wird geschnippelt, wunderschön. Aber ich finde die Gegensätze einfach so großartig. Eher hier so ein bisschen düsterer und ne. Sieht ein bisschen eher aus wie Familie Adams und sie halt sieht aus wie so eine, ne, die gute Hexe. Aber sie wird noch ein bisschen gothic-mäßiger aussehen nachher. Kriegt noch ein bisschen, vielleicht ein Kleid rum oder ein bisschen Farbe in die Haare, grün oder sowas. Ihre Lieblingsfarbe ist ja grün, darum passt schon. So ein bisschen, ja. Also richtig mit Hexenhunden, sowas glaube ich nicht. Sie sehen, wie gesagt, er sieht ja auch einigermaßen normal aus. Ist halt Familie Goff, ne? Das Haut wird auch ein bisschen schwärzer. Ich werde dann noch ein bisschen ne, alles dunkler machen. Natürlich nicht alles schwarz, aber so ein bisschen doch. Schon goffig. Aber das erst später. Das erst später. Sie wird ja auch als Teenager auch ein bisschen goffig-mäßiger. Also es ist wirklich die Familie Goff, die halt das Ganze hier in... So, haben wir jetzt... So, wenn wir das jetzt hier in meinem Tamer, ist das denn da schon? Nein. Beliebiges Rezept Mahlzeiten. Was? Beliebiges Rezept Mahlzeiten. Aber was soll man machen? Meine Freunde. Gruppenmahlzeit, das war eine Gruppenmahlzeit. Ich meine, was würden wir noch? Ich weiß es nicht. Beliebiges Rezept, Mahlzeiten. Oder ist es, weil jetzt die Nacht ist? Ich weiß es nicht. Ich hab's jetzt. Ich weiß nicht. Ich finde das einfach, ich habe ja jetzt was, dann ist das lieber für uns. Ich find, bei so einem Quest, dann denke ich immer, das kann doch nicht sein. So, ja, spiel mal ein bisschen morgen, auf jeden Fall müssen wir zur Polizeiwache. Und damit du das nicht wieder verpennst, gehst du jetzt auch schon mal schlafen. Gehst natürlich auch schnell auf SPD und dann gehst du schlafen. Du isst noch mal schnell. Gute Nacht. Nacht. Apropos, dann können wir ja mal gucken wieder, wie viel wir hier haben. Wir haben wieder 400 diesmal. Nicht so viel, aber auf jeden Fall. Oh, zusammen.
Oh, 700 natürlich. Und wir haben 3000. Ich meine, das ist ja... Er verdient damit sein Geld. Und, ne, wenn man mal, da kommt schon einiges zusammen. Jetzt haben wir schon 3000. Also es fehlt nicht mehr viel, dann können wir uns Bonhilda leisten. Dann sind wir sowieso wieder arm dran. Aber so ist das Leben. So. So viele Äpfel, ne? Die kannst du essen. Sie kann mal so ein Dingszauber... So ein Verwandlungszauber möchte ich mal probieren. Sie muss Hexerei lernen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber sie muss auf jeden Fall Hexerei lernen. So. Zauber wirken, Verwandlungszauber. So. Ich möchte jetzt mal sehen. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen üben. Gut. Ene, Mene, Kartoffelbrei. Alter, oh. Wo ist es? Was nu? Ja, aber das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ach, sie säubert mal ein bisschen. Ist ja nicht schlecht. Noch was, ich glaube, sie kann dann auch mal wieder schlafen gehen. Was haben wir denn morgen? Morgen ist Samstag. Da hat die Kleine frei, das ist schön. Ich bin auf jeden Fall sehr gut in der Schule, also wir, das wird auf jeden Fall. Sie wird auf jeden Fall noch ein bisschen Kind bleiben, keine Sorge. Ich habe gerade überlegt, nur, wann wir das machen werden, dass sie halt älter wird. Aber wir sind ja hier gerade am Anfang, also ich möchte schon, dass sie eine Schule so ein bisschen, ich weiß ja nicht, wenn die Jahreszeit endet in 23 Tagen, ne? Ja, mit Jahreszeiten hat man immer noch so ein, ja, da kann man so sagen, okay, jetzt ist ein Jahr rum vielleicht, denn, ne, dass man halt sagen kann, jetzt könntest du sie erwachsen, ne, wenn dann auf einmal wieder Herbst ist, also ein Jahr rum ist, okay, jetzt wird er zum Teenager. Oder da ist halt, wenn du Alterung aktiviert hast, noch ein bisschen der Realismus mit bei. Aber, du bist halt daran gebunden, ne, du bist halt, und, ja. Bei diesem Let's Play gehe ich so ein bisschen an Gronkh Let's Play ran. Wer es noch kennt, Gronkh Let's Play 3. Sims 3. Da hat er ja auch dann irgendwann die Kiddies Fridolin so Eltern lassen, aber erst später. Und somit passt er schon. Ach, guck mal. Der Graf ist mal wieder wach. Guten Morgen. Und da steige ich auch schon wieder auf hier fast. So, dann würde ich mal sagen, klebrige Carbonara zum Frühstück. Heute kannst du ja mal, ne, das machen. Geist von Waven sehen. Machen wir Fähigkeit Wissenschaft, denn das wird erstmal sowieso nichts. Und wir können bald Bonhilda uns leisten. Aber du musst auch ein bisschen Logik lernen, ne? Und solche Sachen mache ich natürlich auch offscreen. Also ich werde mal vielleicht einfach ein bisschen sitzen und mit ihm halt Logik lernen, bis er halt das ein bisschen hat, weil das ist, wird auch mal passieren, dass er halt ein bisschen übe. Das werde ich, glaube ich, zum nächsten Mal machen, dass ein bisschen Logik ihn verbessert, auf jeden Fall bis Level 5 oder so. Weil das ist immer so eine langweilige Sache und da passiert nicht viel. Ja. Mascha. Das mache ich ja meistens auch hintereinander weg und lasse dann einfach die immer lernen. Jo, so. Ach, bist du schon fertig, Mensch? Ach, doch was. Der sitzt da so ganz still. Ich hab nicht gemacht. Ich bin ganz ruhig. Ja. Ja, liebe Freunde. Guck mal, können wir auch mal pflanzen? Hat er gleich wieder was? Ja, der Baum hier, der ist schlicht. Den können wir mal ganz getrost wegwerfen. Ja, dann können wir die Weintrauben können wir mal hier pflanzen. Ja, wir haben ja noch einen Apfelbaum. Nee, das ist kein Apfel, das ist eine Tomate. Aber du hast doch hier noch einen Apfel. Scheußlich, ach du Schande. Dann machen wir die mal schnell weg. Raune, genau, wir können sowas auch noch pflanzen. Dann haben wir noch so eine Kräutergarten. Das machen wir mal hier so. Raune. Eisenhut, den haben, können wir selber anordnen. Und natürlich Pilze. Und Scheinwerferpilze. Pflanzen können wir nicht.
So, so, liebe Freunde. Du kommst weg. Du bist ein hässliches Gehirn. Nur ein Apfelbaum darf erscheinen. Vielleicht kriegen wir noch mal schön hin. Rechnungen bezahlen. Das können wir dann auch mal machen. Das wollen wir erstmal machen. Ist erstmal wichtiger. Und irgendwann holen wir uns noch ein Auto, keine Sorge. Ich hab's nur wieder verkauft, weil ich das noch ein bisschen albern fand. Ich weiß gar nicht warum. So. Pflanzen. Zack. Pflanzen. Der Schuh, für Chloe kommt in etwa eine Stunde. Das ist natürlich nicht so gut. Also im Sinne von normal. Voll normal, ne? Ach, guck mal, da wird sie auch dann gleich wach. Na, alles klar. Ich finde sie so süß aus, ne? So, dann wirst du erstmal duschen gehen. Und dann erstmal natürlich Reste essen. Ne, du kannst... Du musst Müsli essen. Dann hast du was im Magen? Zusammen übernachten. Wie geht denn das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. So, machen wir hier. Müssen wir bestimmt gießen. Ne, wegwerfen. Können wir unseren eigenen Kräutergarten machen. Dann kann er noch ein bisschen hier Alchemie lernen. Mhm. Im Hintergrund sehe ich schon wieder Dinge geschehen, die ich gar nicht wissen will. Das Gute ist, das ist nur halt das Kind. Darum, ich glaube, wenn er Teenager wird, dann ja, wird das alles ein bisschen besser werden. Und darum, ich denke, ich werde ihn auch bald, sie bald altern lassen. Ist der Schuhbus schon da? Ja, letztes Mal kam der Schuhbus nicht an. Ah! Finally! Gestern kam er nicht an, diesmal kam er an. Wunderbar, ich dachte, kommt er gar nicht mehr an. Schön, dich zu sehen, mein Freund. Alles klar, Chloe, ne? Dann viel Spaß und, in der Schule gibt's was zu essen, hoffentlich, und bam. Mach mal, dass du noch eine Stufe aufsteigst, das hätte ich noch gerne. Wie viel hast du eigentlich denn mittlerweile? Du hast 2. Misstracht gelernt, das ist so wunderschön, du kannst gleich weitermachen. Da lernt alles ein Schulbus. So, du bist aber... Du kannst noch mal ein bisschen... Kannst du eigentlich hier was machen? Nicht wegwerfen. Wegwerfen. Der Apfelbaum, Pflanze Waden, kannst du höchstens. Ja, du kannst ein bisschen malen, aber das ziehen wir uns erstmal. Warte, wir machen folgendes. Okay. Du musst erstmal duschen, säubern. Alles klar. Und dann würde ich sagen, wirst du mal ein bisschen malen. Das ist ein bisschen künstlerisch, dann kann man vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen, ich weiß nicht. Letztes Mal hat es 40 Simoleons gebracht. So, komm mal. Einmal noch aufsteigen. Das wär's doch. Einmal. Level 3. Wunderbar. Dann kannst du erstmal die Untersuchung abgeben, genau, das kann man nämlich auch gleich machen. Denn das wäre auch nicht schlecht. Wie gesagt, wir brauchen nicht mehr viel Geld. Da können wir vielleicht auch ein bisschen Geld. Und dann holen wir uns Bornhilda und dann haben wir so eine... schon mal eine Gothic-Tante, die ja ein bisschen sauber macht. Stellen wir dann im Schlafzimmer von... Dings... Zombifizierung gelernt. Na, das ist... Das wäre das denn nicht. Da bin ich ja sehr gespannt. Da müssen wir halt viele Sachen anpflanzen und somit haben wir hier schon mal ein bisschen Kräutergarten. Also es wird, man merkt schon so... Der schwarze Hirsch. Da war gerade der schwarze Hirsch. Habt ihr das gesehen? Nein. Ich dachte gerade, das wäre wirklich ein schwarzer Hirsch. Oh Gott, es ruckelt. Es ruckelt. Hallo? Bitte nicht abstürzen. Was war das denn? Ich glaube, das war gerade ein bisschen... Der Hirsch, schieße. Der hat schon... Da habe ich wieder Probleme gemacht. Ein Hirsch gesehen. Ich glaube, er aus wie ein Reh, aber okay. So. Dann bin ich jetzt wieder rein da. Okay. Du bist in der Schule, was... Du könntest mal...
Neue Freunde finden. Machen wir normal. Wohl können wir neue Freunde finden. So. Das sieht doch schon schön aus. Schöne grüne Farben. Das passt doch zu ihr, ne? Das ist wirklich. Was ist das? Ach so, ja. Hier ist ja keiner, der das beurteilt. Außer ich. Körperlich fit und reif für die Anstalt. Warte, was? Okay. Und ich sehe, die Zeit ist auch schon wieder um. Wie gesagt, wir machen mal so 15-Minuten-Folgen jetzt. Weil es halt, wie gesagt, jede Woche kommt. Da brauche ich jetzt nicht mehr so lange machen. Und ja. Also mittlerweile mit den Bugs geht's, hält sich in Grenzen, so wenn man, ne, also ich sag mal lieber nichts. Ich weiß noch, als das hier alles staute im Klo. Das war eine der ersten zwei Folgen. Und warum sieht sie aus wie ein Ninja? Ich weiß es auch nicht. Manche Sachen kann man einfach nicht verstehen. Es kann sein, dass das Outfit, was ich ihr gegeben habe, das Kleid auch weg ist. Ich habe ein paar Sims wieder gelöscht. Musste ich leider tun. Wieso ist denn da kein. Warum geht denn da nicht zur Schule? Keine Ahnung. So, komm, ich will das noch abschließen hier. Und danach, ja, war's das für diese Woche. Und wir sehen uns ja nächste Woche gleich wieder. Und?